Ich habe hier eine smarte Steckdose von AVM. Die funkt über den Funkstandard DECT. Gleichzeitig habe ich einen Bewegungsmelder von Aquara und der funkt über Zigbee. Nun möchte ich mit meiner Steckdose ein Licht schalten, sobald der Bewegungsmelder erkannt hat, dass es eine Bewegung gab. Nur, wie bekomme ich jetzt diese beiden Funkstandards Zigbee und DECT unter einen Hut? Das zeige ich dir nach dem Intro. Ich nehme die Lösung gleich mal vorweg. Möchte man verschiedene Standards, die es im Smart Home so gibt, wie zum Beispiel Zigbee und DECT, unter einen Hut bekommen, braucht man noch eine Ebene mehr, nämlich so eine Art Metaebene des Smart Home. Dafür gibt es verschiedene Ansätze, eine davon ist zum Beispiel Home Assistant. Und genau Home Assistant werde ich heute zeigen. Home Assistant kann die Geräte aus der Fritzbox ansprechen und kann gleichzeitig über ein Zigbee Gateway auch Zigbee-Geräte ansprechen. Ich habe mich hier für die Konbi 2 entschieden als Zigbee Gateway, da sich diese direkt über Home Assistant ansprechen lässt und keine weitere Zusatzsoftware benötigt wird. Nun kann ich also in Home Assistant einstellen, dass wenn eine Bewegung erkannt wird, auch gleichzeitig eine Steckdose geschaltet wird. Ohne Home Assistant wäre es nicht möglich gewesen, einen Zigbee-Bewegungsmelder mit einer DECT-Funksteckdose in irgendeinen gemeinsamen Ablauf zu bringen. Mit Home Assistant funktioniert das nun und wir schauen uns jetzt im Detail an, wie das funktioniert. Als erstes muss ich natürlich beide Geräte koppeln. Die DECT-Steckdose habe ich schon gekoppelt, dazu kannst du mal in die Infokarte schauen, da gibt es ein extra Video dazu. Den Aquara-Bewegungsmelder habe ich noch nicht gekoppelt. Schauen wir uns doch einmal an, wie einfach das hier mit Home Assistant funktioniert. Der Bewegungsmelder hat an der Seite einen kleinen Knopf, damit kann er in den Kopplungsmodus gesetzt werden. Gleichzeitig muss ich bei Home Assistant die Integration für Zigbee auswählen und kann dort einfach sagen Gerät hinzufügen. Damit macht sich dann Home Assistant auf die Suche nach neuen Geräten, die gerade im Kopplungsmodus sind. Sobald das Gerät angezeigt wird, ist die Kopplung auch schon abgeschlossen. Ich kann jetzt einfach dem Ganzen einen Namen geben und das war's dann. Das war jetzt natürlich nur die halbe Wahrheit. Wir müssen ja jetzt beide Geräte noch zusammen in einen Workflow bringen. Zum einen kann ich hier bei den Integrations sehen, dass beide Geräte erkannt werden. Wie geht das? Naja, ich habe hier die Integration AVM Smart Home und da steht was von drei Geräten. Und da finde ich jetzt auch den Fritz DECT 200. Kann ich einmal drauf gehen und den kann man halt hier ein- oder ausschalten. Ich gehe nochmal zurück und das andere Gerät, das wir gekoppelt hatten, das war ja der Aquara Motion Detection Sensor, der ist hier also auch gefunden. Ich gehe mal links auf Node-RED und damit kann ich halt Workflows definieren. Ich gehe mal auf den Flow 2 und auf dem Flow 2 haben wir genau den Ablauf, den wir jetzt für den Bewegungsmelder brauchen. Bei Node-RED werden sogenannte Payloads immer mitgegeben. Ich sehe hier also eine Bewegung und die kann einen Boolean-Wert haben, also wahr oder falsch sein, also auf Englisch true oder false. Diese Payload gebe ich diesem Switch mit und der entscheidet sich dann, was er machen kann. Richtig ist auch, ich hätte es auch hier direkt hier abprüfen können. Es gibt hier, genau, if state is, könnte ich jetzt hier auch ein Boolean abprüfen, wäre auch möglich gewesen. So, ist der Wert wahr, also wurde eine Bewegung gesehen, dann geht DECT an, heißt hier der Schalter bei mir, der sorgt dafür, dass der Switch einfach eingeschaltet wird. Der umgekehrte Fall wäre ja, er sieht keine Bewegung und dann würde er es ausschalten. Allerdings würde ich da eine Verzögerung einbauen, denn ich will ja nicht so ein hektisches Hin- und Herschalten haben, sondern dass er vielleicht mal eine Minute oder so eben halt anbleibt. Ich habe das jetzt hier noch nicht genau konfiguriert, einfach deshalb, weil ich es jetzt ja mal zeigen will und auch zeigen will, dass der ziemlich gut reagiert mit dem Ein- und Ausschalten. Wir sehen uns wieder bei den Sensoren. Jetzt muss ich nur noch zeigen, dass das, was ich vorhatte, auch wirklich in der Praxis funktioniert. Dazu habe ich mir den Sensor einfach gegen die Wand gedreht, damit er nicht unnötige Bewegungen aufnimmt. Bewege ich mich also vor dem Sensor, sieht man relativ schnell, dass der DECT-Schalter auslöst. Also nicht der DECT-Schalter, aber die DECT-Steckdose. Das geht so schnell, dass ich als Mensch da kaum eine Verzögerung wahrnehmen kann oder zumindest keine, die eine Rolle spielen sollte. Warum spreche ich jetzt hier also von Latenz? Gucken wir uns mal die Meldekette an, die das Ganze hinter sich hat. Ich bewege mich also vor dem Aquara-Sensor. Der meldet über das Zigbee-Funkprotokoll an meine Konbi. Die Konbi wiederum meldet an Home Assistant, dass Bewegung erkannt wurde. Home Assistant wiederum muss quasi der Fritzbox jetzt den Befehl schicken, schaltet die DECT 200 Schallsteckdose ein. Und das passiert wirklich innerhalb kürzester Zeit. Da bin ich sehr beeindruckt von. Umgekehrt gibt es aber
einen kleinen Trade-off, den hier dieser Xiaomi-Sensor, der dieser Aquara-Sensor macht. Wenn er keine Bewegung erkennt, dauert das bei mir ein paar Sekunden. Im Internet habe ich, glaube ich, von 90 Sekunden gelesen. Ich glaube, das konnte ich jetzt so nicht bestätigen. Bei mir sieht das so nach 30 Sekunden aus. Der meldet also jetzt nicht ständig einen neuen Status. Wenn der einmal Bewegung erkannt hat, dann ändert er nicht sofort den Status, wenn er wieder mal keiner erkannt hat, sondern meldet das erst nach, ja, ich habe so ungefähr 30 Sekunden, hätte ich jetzt gesagt, dauert das. Aber der meldet halt nicht gleich oder nicht permanent, jetzt Bewegung, jetzt keine Bewegung. Das hat einfach damit zu tun, dass der ja auf Batterie läuft und nicht ständig seine Funkantenne anschmeißen kann. Das wäre wahrscheinlich zu aufwendig für so eine kleine Knopfbatterie, die da drin ist. Ist für meinen Anwendungsfall aber auch überhaupt kein Problem. Ich will ja hier nur Licht haben, wenn ich reingehe, und das kann auch ein paar Sekunden länger noch an sein und sich dann erst wieder abschalten. Wichtiger ist ja, dass es nicht ausgeht, wenn ich noch vor dem Sensor rumtanze. Möchtest du noch mehr Videos zum Thema Smart Home sehen? Und vor allem, wie kann ich ein Smart Home ohne proprietäre Lösung, also ohne Cloud, betreiben? Dann würde ich mich über ein Abo freuen, und natürlich blende ich jetzt hier eine Playlist in der Outcard ein mit genau diesen Themen.